Eine Viertelstunde vor Ankunft in diesem Dorf haben wir erst die Adresse bekommen zu einem verlassenen Bordell, so sagte uns der anonyme Kontakt. Er sagte auch, das Reinkommen zu diesem Ort sei etwas schwierig und kompliziert, denn sämtliche Nachbarn haben einen Blick auf den Eingang. Ob wir es dennoch schaffen würden und was sich im Gebäude befinden würde, das erfahrt ihr in diesem Video. Hier muss mal der Eingang gewesen sein. Aber da kommst du natürlich überhaupt nicht weiter. Alles komplett zu. Gut, Leute, draußen sind überall Nachbarn. Aber wir sind jetzt drin, direkt im Eingangsbereich. Das scheint ja wirklich komplett eingerichtet zu sein. Hier liegt einfach so ein Ding, also wirklich ein Sexspielzeug. Des Hauptverfahrens wegen Förderung der Prostitution. Hier wurden Gelder nicht bezahlt und wer weiß, vielleicht sind die Besitzer längst im Knast. Und hier sind überall Flecken drauf. Boah, Junge, 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 Junge. Bevor das Video so richtig losgeht, möchte ich meinen heutigen Sponsorpartner Raid Shadow Legends nicht vorenthalten. Wer das Spiel jetzt schon kostenlos herunterladen möchte, kann das einfach mit dem Link ganz oben in der Videobeschreibung tun. Das geht sowohl für den PC als auch fürs Handy mobil, was mein Favorit ist. Wusstet ihr eigentlich, dass Raid Shadow Legends jetzt schon über 3 Jahre auf dem Markt ist und immer mehr coole Features mit dazu bekommen hat? Ein paar der geilsten Features, wie ich finde, stelle ich euch heute vor, mit meinen Top 3 Lieblings-Champions, ihren Fähigkeiten und die Orte nennen, an denen ich Raid Shadow Legends zuletzt am liebsten gespielt habe. Raid Shadow Legends ist super flexibel, man kann es zu Hause und am PC spielen und genau das ist der Punkt. Ich liebe es, Raid Shadow Legends drinnen am Laptop irgendwo in meiner Wohnung spielen zu können, genauso aber auch zum Beispiel auf dem Weg ins Auto oder in einer kleinen Pause auf dem Weg irgendwo hin im Auto auf dem Rastplatz zu zocken. Das macht für mich Raid Shadow Legends zu einem ultra flexiblen Game, bei dem man jederzeit eine kleine Runde zockt. Kann. Oftmals chill ich wirklich einfach auch nur zu Hause hier im Sessel und hier kann ich euch jetzt auch mal ganz gut meine 3 Lieblings-Champions vorstellen. Da hätten wir nämlich einmal Galek. Das ist ein ziemlich mächtiger Ork-Kämpfer. Der hat auch krasse Fähigkeiten wie Kreuzschilder, Höllenbiest, verfluchte Klinge und Aura. Der ist auf jeden Fall mein allerstärkster Champion im Bunde. Dann hätten wir noch einen ziemlich krass aussehenden Ritter des Todes. Der hätte zum Beispiel die Fähigkeiten Rostiges Schwert und Heimzahlen. Und zu guter allerletzt haben wir auch noch die Scharfschützin. Sieht nicht nur gut aus, sondern hat auch einen ziemlich starken Bogen mit Doppelschuss und Pfeilregen. Aber dazu nicht genug. Raid Shadow Legends ist über 3 Jahre alt geworden und den ganzen nächsten Monat gibt es ultra geile Rabatte, Fähigkeitsaktionen, Events, Herausforderungen, die es sonst zuvor nie gegeben hat. Je aktiver ihr also in der nächsten Zeit bei Raid Shadow Legends reinschaut, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr richtig coole kleine Gewinne abstauben könnt, an Mega-Events teilnehmen könnt und so weiter und so weiter. Man munkelt, es könnte sogar ein paar neue Champions geben. Dazu möchte ich nicht zu viel verraten. Guckt am besten immer mal wieder rein und überzeugt euch selbst. Es gibt auch jetzt schon keinen besseren Zeitpunkt, als mit Raid Shadow Legends anzufangen. Den Link zum Downloaden findet ihr ganz, ganz oben in der Videobeschreibung. Ihr erhaltet gleich zum Start mega geile Geschenke. Ihr haltet ein kostenloses Starterpaket im Wert von fast $40. Es gibt 3 kostenlose Champions, 10-mal magisches EP-Gebräu, 10-mal Kraft-EP-Gebräu und 10-mal Seelen-EP-Gebräu. Damit kann man auf jeden Fall richtig krass reinstarten. Und alle neuen und bestehenden Spieler können nochmal Geschenke im Wert von $25 kassieren. Sobald ihr im Spiel seid, einfach diesen Promocode unten eingeben und sofort die Gewinne einkassieren. Ich habe hier auch noch mal kurz erklärt, wie ihr den Promocode eingeben könnt. Ich selbst spiele immer mal wieder zwischendurch Raid Shadow Legends. Im Wartezimmer zum Beispiel habe ich es letztens wieder gezockt. Mir macht es tatsächlich Spaß, so als hätte ich am Anfang nicht gedacht. Aber das Spiel bockt wirklich mega. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank an Raid Shadow Legends für die Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Video. Es ist mal wieder soweit, wir befinden uns an einer Location, beziehungsweise noch gar nicht so dicht dran. Es war hier extrem schwer zu parken. Wir sind hier in so einer Kleinstadt irgendwo in Deutschland und hier soll sich ein verlassenes Bordell befinden. Ich sag's gleich schon mal am Anfang. Wir sind gerade ganz kurz dran vorbeigefahren. Es scheint so, als wäre das Ding tatsächlich verlassen, denn es ist überall, ranken sich irgendwelche Pflanzen drumherum. Das muss schon eine ganze Weile so stehen. Ob es wirklich ein Bordell ist? Keine Ahnung. Da sind überall Nachbarn. Es ist super auffällig. Wir steigen jetzt aus, gucken uns das Ding an. Und wenn es was ist, dann gibt es jetzt ein Video. Und wenn nicht, dann gucken wir mal. Let's go. Raus hier. Hier wirklich mitten im Dorf. Das ist halt nicht richtig filmen hier, ne? Überall Leute, überall Häuser, überall läuft irgendjemand lang. Hier ist das Grundstück, Leute. Man sieht es, komplett zugewachsen. Hier muss mal der Eingang gewesen sein.
Aber da kommst du natürlich überhaupt nicht weiter. Alles komplett zu. Ey, du hast keine Chance, hier richtig zu filmen. Irgendwie von hinten muss das gehen. Boah. Alter. Gut, Leute, draußen sind überall Nachbarn. Aber wir sind jetzt drin, direkt im Eingangsbereich. Ich kann euch von draußen nicht mehr zeigen, außer den Weg hierhin. Hier sieht man es schon ein bisschen, der Eingangsbereich in das Bordell. Und es ist anscheinend auch wirklich eins. Wir haben uns hier ganz kurz umgesehen und es schallert euch wirklich weg. Ich sag's euch. Wir haben hier direkt einen alten Zigarettenautomaten oder Kondomautomaten oder so eine Mischung aus beidem. Ein Bild, was ich wieder verpixeln muss von einer nackten Frau. Ansonsten gibt es hier zwei Türen. Einmal nach oben, eine Treppe hoch und dann... Dazu brauchen wir Licht, ordentlich Licht. Alter! Okay, das ist schon wieder crazy. Das ist hier wie so eine Bar, ein Barbereich mit Sesseln, einer goldenen, komischen Wand. So eine ganz düstere Bar. Das allererste, was auffällt, hier liegt einfach so ein Ding, eine Decke. Also wirklich ein Sexspielzeug mit solchen Noppen vorne dran. Muss ich leider verpixeln, aber ihr könnt es euch sicherlich vorstellen. Dann haben wir hier 5 Barhocker. Das scheint ja wirklich komplett eingerichtet zu sein. Noch einen Dildo, so ein ganz kleiner, so ein Vibrator. Kondome liegen hier ohne Ende rum. Hackenschuhe, hier ist ja noch alles da. Tausende Kunstpflanzen. Alleine dieses Bild ist ja völlig abgefahren. Hier liegt eine Telefonnummer, Schlüssel. Was ist das hier? Ist das eine Patronenhülse? Das könnte eine Patronenhülse sein oder so. Hinter die Bar kann man tatsächlich auch noch gucken. Hier sind Gläser, ohne Ende Gläser. Wahrscheinlich kann man genau hier auch rein, ne? Wahrscheinlich kann man auch hier rein. Da vorne war die Eingangstür. Und dann ist das hier wahrscheinlich der erste Raum, wo man sich auch angemeldet hat. Gehe ich von aus. Hier ist auch so ein kleiner Bildschirm. Könnte so wie es für so eine Überwachungskamera gewesen sein oder so. Gläser, alles noch da, ne? Lieber Fremdenverkehr als gar keinen Verkehr. What the fuck? So alte Aufkleber. Junge, Junge, Junge. Die Location fängt wirklich ganz, ganz verrückt an. Gucken wir weiter. Also, hier war die Bar. Und dann kommen wir hier in so einen Zwischenflur. Hier gibt es jetzt verschiedene Räume. Einmal ein kleines Badezimmer. Schwer zu sagen, ob für Gäste oder privat. Es erinnert mich eher an privat. Oder halt für die Prostituierten, die hier gearbeitet haben. Hier liegt sogar noch eine Zahnbürste und ein alter Lippenstift. Ein Raum weiter. Hab ich hier schon gesehen, so ein kleines... Ja. Okay, ich weiß, was das hier ist. Das hier ist der Raum, wo sich die Prostituierten fertig gemacht haben. Guckt mal, hier vorne sind Spinte. Einen nach dem anderen. Und ohne Witz, hier liegen sogar noch Sachen drin. Hier kannst du noch riechen. Riecht süßlich. Da ist tatsächlich noch Geruch dran. Sea Beach, Eau de Toilette. Was ist das hier noch? Hautstraffende Bodylotion. Doch, hier draußen liegt noch ganz viel Parfüm. Hier ist eine Messerpackung. Ist halt hier so eine Küchenzeile gegenüber, ne? Besteck, Geschirr, alles noch da. Hier eine Mikrowelle. Rollläden sind zu. Hier ist tatsächlich noch so ein Trainingsgerät. Irgendwie so ein Stepper, wo man sich vielleicht so ein bisschen aufpumpen konnte. Keine Ahnung, den Po in Form bringen oder so. Geschirrspülmaschine, Backofen. Da steht sogar noch eine Pfanne mit uraltem Bratfett drin. What the fuck? Ansonsten ist hier eine Sofaecke mit Fernseher. Ein Bügelbrett und ein paar Stühle, aber weiter nichts. Ich könnte mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass das hier ursprünglich mal ein Hotel war und gar kein Bordell. Das würde doch passen, weil die Einrichtung erinnert irgendwie so, diese Möbel erinnert irgendwie alles ein bisschen an ein altes Hotel, was die sich dann umgebaut haben zu einem Bordell. Aber das hat sich hier dann auch nicht weiter gehalten. Warum auch immer. Steuerhinterziehung hat sich nicht gelohnt. Stress mit den Anwohnern oder so. Ist halt mitten im Ort hier das Ding. Gut, Leute, wir gehen weiter, würde ich sagen. Guck mal, was liegt hier noch auf dem Boden? Das sind irgendwelche spermienartigen Gefäße. Vielleicht auch mal ursprünglich in ein Parfüm oder so. Sieht auf jeden Fall aus wie Spermien. Was ist das hier? Vereinfachte Zustellung? Irgendein Verfahren am Amtsgericht. Das wurde noch nicht mal geöffnet, Leute. Das ist komplett zu. Das ist aber auch schon von 1988, also richtig alt. Aber wurde wirklich nie aufgemacht. Hier sind allgemein richtig viele Unterlagen. Rechtsanwälte. Dazwischen immer wieder Kondome. Kondome gibt es hier wirklich überall. Es ist hier ein riesiges Gerichtsverfahren. In ihrer Sache Streit verhandelt worden. Die Sache eingehend erörtert, beide Parteien. Ja. Da geht es um irgendeinen Rechtsstreit, der hier verhandelt wurde. Ist aber auch schon sehr alt. 1975. Hier ist nochmal eine interessante Unterlage. Die könnte vielleicht hier wichtig sein. In der Strafsache gegen Herrn
Erich H., geboren 1940 in Hamburg. Der Antrag auf Eröffnung des Hauptverfahrens wird zurückgewiesen. Gründe, was war denn das hier? Wegen Förderung der Prostitution. Das ist ein Ding von 1975. Das muss ja schon ewig lang hier gehen mit der Prostitution. Oder es war damals wirklich noch ein Hotel und die haben nach und nach aus dem Hotel ein Bordell gemacht. Das kann natürlich auch sehr, sehr gut sein, dass der das am Anfang so ein bisschen illegal hat mitlaufen lassen. So, hier geht's weiter lang. Oh, okay. Krass. Hier kommt man tatsächlich, Alter, ein riesen Raum hier. Mit einem großen Kamin, ganz vielen Sitzgelegenheiten, Sofa und so weiter. Das sieht ja fast edel aus. Hier ist nochmal so eine große Theke mit Barhockern. Eine kleine Küche. Hier ist ein Kronleuchter. Die große Sitzecke. Das sieht halt wirklich so aus wie so ein zentraler Raum, ne? Wo man vielleicht chillen konnte. Vielleicht gab es hier auch mal kleinere Partys, Veranstaltungen. Vielleicht konnte man hier in diesem alten Röhrenfernseher auch Pornos gucken oder ähnliches. Das ist halt ein riesen Sofabereich hier, ne? Und auf dem Tisch liegen ganz viele Unterlagen. Hier ist noch ein Parfüm ausgelaufen. Sie haben auf mein Schreiben weder gezahlt, noch sich mit mir in Verbindung gesetzt. Ich gehe davon aus, dass Sie nicht bereit sind, die Forderung meiner Mandantin in Höhe von 454 Euro ohne zwangsweise Durchsetzung zu begleichen. Ich hoffe, dass Sie meinen Brief vom 5.2.2011 in der Tiefe auch verstanden haben. Ihr Angebot, was Sie mir freundschaftlich angeboten haben, kann ich leider nicht in Anspruch nehmen. Alles Anwaltsunterlagen. Vollstreckungsankündigung. Noch nicht bezahlter Schuldtitel. Tja, Leute, da kann man es halt mal sehen, ne? Hinter mir auf dem Tisch hunderte Anwaltsunterlagen. Hier scheint irgendwas mit verschiedensten Personen richtig gekracht zu haben. Hier wurden Gelder nicht bezahlt und wer weiß, vielleicht sind die Besitzer längst im Knast. Zumindest konnten sie ihre Rechnung über einen langen Zeitraum nicht zahlen. Und das könnte durchaus das Aus für dieses Bordell bedeutet haben. Es gibt aber auch zig weitere Gründe, warum hier etwas ganz falsch lief. Hygienische Voraussetzungen nicht erfüllt oder was auch immer. Wir gucken mal, was wir noch so finden. Hier vorne neben der Küche gibt es tatsächlich noch einen ziemlich interessanten Raum, wie mir scheint. Und zwar ein Schlafzimmer. Ist das das erste Zimmerchen, was man mieten konnte? Oder ist das hier vielleicht sogar ein Privatraum? Hier gegenüber ist noch ein Badezimmer. Irgendwelche Reinigungsmittel, Seife. Aber eine riesen Dusche gab es hier. Holy moly. Die ist natürlich geil. Und gegenüber auf der anderen Seite vom Wohnzimmer ist auch noch ein Raum. Das ist auf jeden Fall das Büro. Hier hängt eine Todesurkunde. Du bist gegangen, nun zur Ruhe. Das Schicksal setzte hart dir zu. 1949 bis 1990 in stiller Trauer. Wartet mal, hier hinten gibt's noch was. Bitte haben Sie die Liebenswürdigkeit, mich freundlich anzusprechen, ohne die Stimme zu erheben und ohne mich in irgendeiner Weise zu reizen. Bei Menschen meines Alters rufen Lärm und Widerspruch, plötzlich erhöhten Blutdruck und Magensäureüberschuss sowie Störungen der Herzkranzgefäße hervor. Und wenn ich auf der Schnauze liege, dann könnt ihr euren Scheißladen alleine machen. Alter, da war aber jemand richtig sauer. Und interessanterweise, von der Seite sah man es gar nicht, hier sind Akten auf der Rückseite. Clubakten. Das sind alles Clubakten. Club 110, Krankenversicherung, Clubakten, Clubakten. Wir gucken da nicht rein, aber die Akten sind doch noch vollständig versteckt hinter der Wand. So, wir müssen jetzt nach hier vorne gehen. Hier hinten wieder durch. Hier gibt es nur noch einen Abstellraum und da geht es tatsächlich dahinter die Treppe hoch. Und das wäre auch so das Nächste, was ich machen würde. Bin echt gespannt, was wir da noch finden. Interessant ist ja sowieso auch, das ist mir gerade gar nicht aufgefallen, hier gibt es eine Klingel und einen Türspeer, ne? Als ob das hier so ein separater Bereich war, der gar nicht immer geöffnet hat. Ganz, ganz ominös. Na gut. Und hier geht's jetzt anscheinend nach oben. So eine enge Treppe, einfach hoch. Hängt nichts an der Wand. Keine Deko, kein gar nichts. Es riecht relativ muffig hier, muss man ganz ehrlich sagen. Hier gibt es jetzt einige Räume. Hier ist der erste. Oh ja, okay. Da, hier sieht man es schon deutlicher. Das sind so typische Bordellzimmer irgendwie, ne? Finde ich zumindest. Das sieht so ganz stark danach aus. Bettwäsche ist sogar noch drauf. Laken und so weiter. Alles noch da. Doppelbett. Mit Blick nach draußen. Kleinen Kleiderschrank. Paar ausgedrückte Zigaretten. Weiter liegt hier aber nichts. Aber hier gegenüber geht's weiter. Boah, Junge. Das Zimmer hier ist komplett blau. Also blauer wird's wirklich nicht. Da hinten an der Decke seht ihr dieses kleine Herz. Das war beleuchtet ursprünglich.
Auch wieder ein baugleiches Bett eigentlich. Ein völlig besprühter, riesiger Spiegel, bei dem man sich früher bei, ihr wisst schon, zugucken konnte. Witzigerweise kann man hier auch die Wohnungen sehen von den Leuten. Die sehen also auch immer wahrscheinlich hier dieses Zimmer. Hier ist eine Platte vor, warum auch immer hier oben. Hier nochmal dieses blaue Herz. Und hier standen auch Blumen. Und auch diese Kissen, ne, erinnern halt so ein bisschen, ja, die Optik stimmt schon. Ich mach nochmal das Licht aus. Wirkt ein bisschen unheimlich. Und ja, keine Ahnung, einladend wirkt das für mich hier gar nicht. Ich meine, schreibt sehr gerne mal in die Kommentare, aber würdet ihr euch hier wohlfühlen? Bei diesem komplett blauen Raum mit diesem komischen, filzigen Boden? So, hier gibt's ja noch mehr Räume. Hier ist erstmal ein Bad. Wahrscheinlich auch wieder für die Angestellten, also die Prostituierten. Große Dusche. Auch so alles 70er, 80er Jahre-Style, ne? Und gegenüber direkt der nächste Raum war. Oh, aber ein ganz kleiner, so ein Notraum, wenn es mal richtig rappelvoll war hier in der Bude oder wie. Da hat man hier den Notraum nochmal, hat man das Schlafsofa ausgeklappt. Also das sieht wirklich so ungemütlich aus, dass du es dir nicht ausdenken kannst. Ah, gibt ja noch ein, zwei Räume. Der Gang wirkt auch ein bisschen unheimlich hier, wenn man ihn so runterguckt. Viel Deko ist hier halt auch nicht, ne? Das ist alles so überhaupt nicht einladend hier irgendwie. Hier gibt's noch ein Zimmer. Das sieht komplett anders aus als die anderen. Auch wieder ein Bett, was du so im normalen Handel wahrscheinlich nicht kriegst. Keine Ahnung, habe ich noch nie so gesehen. Und hier sind tatsächlich zwei Ledertaschen noch. Safe auch mal zugehörig zu irgendeiner Prostituierten, die die einfach hier gelassen hat. Guckt mal hier, dieses Kissen ist ein ganz anderes als auf dem anderen Bett. Ob die sich das selbst aussuchen durften? Und was ich auch finde ist, die Bettwäsche, die hier noch tatsächlich ja komplett bezogen drauf liegt, die sieht so ein bisschen aus, als ob das noch so aus ganz alten Zeiten aus dem Hotel käme und die das einfach übernommen hätten. Der letzte Raum hier oben. Boah, auch nicht schön hier. Das Einzige, was hier noch so ein bisschen darauf hindeutet, dass hier mal auch Kleidung drin war und so. Hier ist so ein Luxury-Taubert, irgendwas von einem Kleidungsladen noch drin. Ohne Witz, ich könnte mir halt auch gut vorstellen, dass die Prostituierten hier zum Teil auch länger gelebt haben. Die kommen ja oft auch aus dem Ausland und dann haben die hier eben über einen längeren Zeitraum, ein, zwei Monate gelebt und natürlich hier auch genächtigt. Auch wenn ich den Gedanken, in einem Bett zu schlafen, wo du mit zig fremden Männern Sex hattest, ziemlich widerlich finde, aber naja, jeder so wie er möchte, ne? Hier ist wieder so ein Fernseher, noch eine Röhre und ein Bett mit, das ist so typisch, guck mal, hier hat sich jemand auch so ein seidenes Tuch gespannt. Die haben sich halt versucht, schön zu machen, ne? Aber investiert wurde hier gar nicht. Das sind alles safe die Möbel aus einem Hotel. Also von einem früheren Hotel. Das wird hier ein Hotel gewesen sein. Und wenn man hier mal, und das ist natürlich richtig widerlich, guck mal, das werden alles Spermaflecken sein. Die ganze Bettdecke hat so Flecken drauf. Und die haben hier schon, sieht man, zwei Bettlaken übereinander gemacht. Und trotzdem, hier hast du so eine verklebte Stelle. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. So weiß verklebt und hier sind überall Flecken drauf. Oh, ist das widerwärtig. Hygienische Zustände, ich will es gar nicht wissen. Auch dieser Teppich, es ist so uneinladend hier. Keine Ahnung, Leute, ich habe mich jetzt nochmal ins Fenster gestellt. Ich glaube, wir haben alle Räume schon durchlaufen. Es ist kein riesengroßes Gebäude oder sowas. Das Einzige, was ich euch nochmal zeigen kann, ist hier die Sicht nach draußen. Das ganze Gelände ist komplett zugewachsen. Hier siehst du überhaupt nichts mehr von. Da hinten ist eine große Lampe, da könnte man halt noch so ein bisschen vermuten, dass es sich hierbei mal um einen schönen Garten gehandelt hat. Vielleicht gab es ja sogar mal einen Pool oder ähnliches. Nur dadurch, dass die Nachbarn hier überall gucken, können wir da jetzt auch nicht großartig drum rumlaufen. Und ich denke, das müssen wir auch nicht zwingend, weil wir haben von hier oben ja einen ganz guten Blick. Fest steht auf jeden Fall, dass ich hier niemals auch nur einen Fuß reingesetzt hätte, wenn das Ding noch in Benutzung wäre. Bordells sind eine gute Sache, das muss man wirklich sagen, weil viele Menschen, die, sag ich mal, selten Geschlechtsverkehr haben oder so, die sich vielleicht sonst irgendwie illegal an jemandem vergehen würden, die können hier eben sozusagen Druck ablassen. Ne? Wir haben ja schon einige Swingerclubs und Bordells inzwischen besucht, verlassene, und dadurch konnte man sich so ein Bild machen. Und eigentlich ist es immer gleich. Es wird gerne mal wenig Geld investiert. Die Frauen wechseln wahrscheinlich ständig, weswegen die Deko irgendwie immer recht neutral gehalten wurde. Die Zimmer
sind immer absolut hässlich. Es ist immer wirklich absolut billig. Mit Bauschaum wird gefuscht. Es ist immer wirklich super ranzig. Und ich frage mich doch ganz ehrlich, welcher Mann und auch genauso welche Frau, die hier arbeiten muss, fühlt sich da wohl? Vielleicht haben wir Leute unter meinen Zuschauern, die wirklich selbst auch mal als Prostituierte gearbeitet haben oder zumindest Leute kennen. Habt ihr Insider-Geschichten zu diesem Job und könnt ihr die anonym in die Kommentare hauen? Ich glaube, sehr viele, die dieses Video jetzt gesehen haben, würden sich sehr dafür interessieren. Wie ihr wollt, schreibt sonst sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier wieder raus. Bleibt frauengesund, lebt euer Abenteuer und bis zum nächsten Video. Euer PJ Adventure. Ciao.